Herzlich willkommen zur Präsentation unseres neuen Climb Event. Es freut mich sehr, dass Sie unserer Einladung heute gefolgt sind. Wir bei Weißtechnik als Spezialist für Umweltsimulation arbeiten seit vielen Jahren mit Ihnen partnerschaftlich zusammen. Sie nutzen täglich unsere Geräte und Anlagen und geben uns hieraus Feedback für neue Ideen und neue Verbesserungsvorschläge. Aus diesen entwickeln wir neue Produkte und neue Funktionen. Ein solches neues Produkt ist unser neuer Climb Event. Wir haben durch Ihre Anregungen Funktionen, Ausstattung und Design optimiert und neu entwickelt. Im neuen Climb Event stecken 5 Jahre Entwicklungsarbeit. Entwicklungsarbeit, die sich gelohnt hat. Hierbei gilt unser besonderer Dank unseren Testunternehmen, der Firma Marquardt, Envion, Bender, Jabil und Warshak, die den neuen Climb Event auf Herz und Nieren getestet haben. Und nicht nur wir, sondern auch die Testunternehmen sind fasziniert vom neuen Climb Event. Lassen auch Sie sich begeistern und faszinieren von unserem neuen Climb Event. Und hierbei übergebe ich jetzt nach Karlsruhe zum Produktlaunch zu unserer Moderatorin Marie Gomez und unserem Produktmanager Ralf Theiss. Danke, Herr Kusle, und hallo aus Karlsruhe. Noch stehen wir hinter der Bühne des Innovationstages. Gleich geht es los. Ich bin Marie Gomez und darf heute als Moderatorin durch diese Veranstaltung führen. Und bei mir ist Ralf Theiss. Er ist sozusagen der Vater des Babys, das wir Ihnen heute vorstellen werden und worum es heute im Grunde geht. Vielen lieben Dank, Marie. Hallo, liebe Zuschauer, hallo, liebe Gäste hier im Saal. Ja, Herr Kusle hat es gesagt, 5 Jahre Entwicklungszeit liegen hinter uns. Und all das gipfelt jetzt hier in dieser Veranstaltung. Und ich freue mich hier tierisch darauf, endlich Feedback auch von unseren Kunden zu erhalten. Ich würde sagen, wir legen gleich los und nehmen Sie selbstverständlich mit. Also, los geht's. Dankeschön. Und da ist das Ding, das Baby, um das es heute geht. Und deswegen ist auch hier gleich bei mir auf der Bühne Ralf Theiss. Er ist sozusagen der Vater des neuen Climb Event als Produktentwickler, als Produktmanager. Wie stolz bist du eigentlich? Furchtbar stolz. Also nicht nur ein schönes Design, wir haben es auch technisch optimiert, das Gerät. Und wir haben es ganz klar am Kunden ausgerichtet. Ich habe auch die ersten Blicke schon gesehen. Es ist nicht nur wirklich ein schönes Gerät, es ist auch das Innere, was zählt, und davon werden wir noch ein bisschen was sehen heute. Genau, das werden wir jetzt vorstellen, und eigentlich perfekt, dass wir zum Zeitpunkt der Enthüllung, dass du auf der Bühne standest und auch so ein bisschen gucken konntest, wie so die Reaktionen sind. Das hat mir eigentlich gar nicht bedacht. Nochmal hier, wir tun alles fürs Team. Ich habe gehört, nachdem es ja so 29 Grad wird, wollten wir uns natürlich mit den Regenjacken hier passend fürs Wetter dann auch einkleiden. Und gehen jetzt hier gleich mal rüber zum schönen neuen Climb Event. 5 Jahre Entwicklung wurde ja auch schon erwähnt. Wie darf man sich denn so eine lange Entwicklungszeit, also lang in Anführungsstrichen, denn vorstellen? Ja, zunächst auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank an die Entwickler, 30 plus, die hier über 5 Jahre intensiv Schweiß vergossen haben mit Ups und Downs. Und auch vielen Dank an unsere Kunden. Ich habe es gesagt, wir haben die Entwicklung an unseren Kunden ausgerichtet. Wir haben unseren Kunden zugehört. Wir haben von der Ideenfindungsphase bis über Zwischenfeedback und zur Endentwicklung, so wie er hier steht, immer wieder mit unserem Kunden Kontakt gehabt und das Feedback abgeholt und sind stolz darauf, sagen zu können, das ist auf jeden Fall der beste Klimaflügelschlag, den wir je hatten. Sehr schön. Wie kannst du dir da so sicher sein, dass das auch wirklich alles passt?
Wir haben es getestet. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier uns im stillen Kämmerchen was überlegt haben und dann mal gesagt haben, wir stellen ihn jetzt so hier hin. Wir haben es intern getestet, über ein Jahr lang. Wir haben es mit unseren Beta-Kunden über ein halbes Jahr lang jetzt getestet. Und unsere Beta-Kunden sind begeistert von dem Prüfschrank. Deswegen kann ich mir da auch sicher sein und mit sehr großer, stolzer Brust sagen, das ist auf jeden Fall ein cooles Teil. Ja, also die Messlatte liegt auf jeden Fall hoch. Du hast uns neugierig gemacht. Lass uns doch gleich mal reinschauen. Beziehungsweise mal gucken, was da so alles Neues am Start ist. Jetzt fährt er gerade noch hoch. Ja. Sehen wir jetzt gleich das allererste Highlight direkt. Genau, also hier haben wir schon mal so ein Touchpanel, das man sieht, und jetzt fährt er hoch, alles klar. Und was direkt auffällt, ist hier diese Statusleiste, so viel kann man ja auf jeden Fall schon mal verraten. Richtig, also wir haben hier die LED-Statusleiste integriert in die Front. Wenn der Schrank jetzt hochfährt, dann sieht das so ein bisschen aus wie Kit von Knight Rider, wer es noch kennt, ein bewegtes weißes Licht. Da ist es. Yes, einmal wie David Hasselhoff. Genau. Und wenn der Prüfschrank dann betriebsbereit ist, dann leuchtet das Licht weiß. Mhm. Ich habe da auch nochmal einen Zyklus programmiert, der nochmal zeigt, welche weiteren Funktionen wir haben. Unter anderem zum Beispiel den Prüfprogress, den Prüffortschritt. Also aus der Ferne kann man jetzt sehen, wie weit der Prüfschrank fortgeschritten ist in seinem Zyklus. Genau, und dann wechselt der wahrscheinlich die Farbe. Also da er jetzt gerade hochfährt, kann man ja auf jeden Fall schon mal drüber sprechen. Welche Farben sind denn da quasi die einem anzeigen, was gerade Phase ist? Die gängigen Ampelfarben. Also man kennt das vielleicht, diese Oldschool-Signallampe oben auf den Prüfschränken, die ist jetzt nicht mehr nötig, außer sie ist speziell gefordert, aber der Prüfschrank selbst bildet diese Farben ab und zeigt auch mit Gelb zum Beispiel dann die Warnung an, wenn eine zeitnahe Aktivität erforderlich ist, oder in Rot, wenn eine Fehlermeldung vorliegt, was natürlich nicht so häufig vorliegen soll. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt sich vorstellt, man hat 100, vielleicht auch sogar 200 Prüfschränke in seinem Labor und man kann immer aus der Distanz sofort erkennen, wie der Prüfschrank arbeitet, wie der Prüffortschritt ist und wann wieder Aktionen notwendig sind. Das ist hier, wo wir unseren Kunden zugehört haben und gesagt haben, okay, darauf finden wir diese technische Lösung. Das ist schon von Vorteil, ne? Wenn man das so von weiter weg auf jeden Fall alles im Blick hat. Jetzt ist er hochgefahren. Möchtest du mal das mit den Farben mal zeigen? Ja, sehr gerne. Genau, weil das ja auf jeden Fall eine Innovation ist. Wie habt ihr das denn davor gelöst gehabt? Ja, also, vorher, kennen unsere Kunden, haben wir ein Control-Pad gehabt. Und dann musste man wahrscheinlich einfach immer näher kommen und ins System schauen. Ja. Ah ja, genau. Jetzt genau, vorher hatten wir ein Control-Pad. Hier sieht man jetzt schon den Prüffortschritt. Eine LED, jeweils 5% Prüffortschritt. Und je weiter der Prüfschrank dann fortgeschritten ist im Test, desto mehr füllt sich die Leiste. Okay, und gleich sehen wir dann nochmal orange. Genau, vorher hatten wir dieses Control-Pad an der Seite. Das war weniger intuitiv und auch nicht wirklich, den Status konnte man nicht aus der Entfernung ansehen. Mhm. Das ist jetzt auf jeden Fall möglich. Okay, was hat sich denn noch am Bediensystem geändert? Wir haben ein neues Wassermanagementsystem. Mhm. Moment, erst nochmal hier, also jetzt kommt noch die Warnung, das wollte ich erst nochmal zeigen. Jetzt kommt die Warnung. Ja, und wenn dann ein Fehler auftritt, die Warnung ist 30 Sekunden blinken, 30 Sekunden Dauerleuchten im Wechsel. Und wenn die Warnung auftritt, dann haben wir ein Dauerblinken. Kann auch mit einem Signalton hinterlegt werden. Wird der Status eigentlich auch nochmal woanders angezeigt? Also nur von außen? Oder? Auch ganz normal, wie man das kennt, im Webseason-System. Also auch über das Internet abrufbar, über die IP-Adresse oder über Sympathie. Ist alles miteinander gekoppelt. Die Systeme sind simultan, arbeiten simultan. Und das Touchpanel ist jetzt integriert in die Gerätefront. Ausklappbar bis zu 60 Grad. Vielleicht haben wir einige Kunden hier, die das kennen. Wenn man mal rangiert innerhalb des Labors, dann kann das schon mal passieren, dass man gegen das Touchpanel fährt. Das haben wir jetzt hiermit vermieden. Also einfach einklappen und das Gerät ist sicher. Gut, was hat sich noch am Bediensystem geändert? Irgendwas webbasiert, das habe ich mitbekommen. Genau, also das System an sich hat sich nicht geändert. Es ist weiterhin Webseason, wir haben weiterhin die Konnektivität mit Sympathie. Wir haben jetzt hier aber ein 10-Zoll-Touchpanel,
keine 7 Zoll mehr, wie das vorher bei den Geräten war, also größer, einfacher zu bedienen. Und es ist ein schnellerer Prozessor integriert. Also auch die Response-Aktivität des Bediensystems ist einfach schneller. Darüber hinaus haben wir noch ein neues Wassermanagementsystem. Wir haben jetzt den Wassertank von 20 auf 27 Liter erhöht, um einfach noch längere Prüfzyklen mit Klima, mit Feuchte gewährleisten zu können, und einen Drucksensor integriert, der die Restmenge an Wasser in Prozent anzeigt, digital im Bediensystem, und darüber hinaus auch den Verbrauch berechnet. Also Sie wissen dann genau, für den Prüfzyklus, den wir gefahren haben, so viel Wasser haben wir verbraucht für den Zyklus. Das ist auf jeden Fall praktisch und man hat dann so gesehen alles unter Kontrolle. Lass uns doch einmal in den Prüfschrank selbst reinschauen, denn hat sich ja auch einiges geändert. Sehr gerne, ja. Ach, Moment, erst hier quittieren. Genau. Ah, da geht direkt das Licht an. Das ist ein Highlight, ne? Das ist ein Highlight, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr, sehr positives Feedback von unseren Beta-Testern. Die integrierte LED-Leiste hier oben, der LED-Beleuchtung hier oben in den Prüfraum. Wir hatten vorher eine optionale Halogenbeleuchtung. Halogen hat immer so den Nachteil, zum einen bringt es Wärme in den Prüfraum ein, zum anderen ist es nicht so hell wie eine LED. Wir haben jetzt hier über 50% hellere Beleuchtung. Und im Vergleich zu unseren Marktbegleitern haben wir jetzt den Vorteil, auch wenn man innerhalb des Prüfschranks arbeitet, kann man sicher sein, dass man Beleuchtung hat im Prüfraum. Unsere Wettbewerber, die haben eine LED-Leiste, die meistens auf der Innenseite der Tür klebt und dadurch dann beim offenen Prüfschrank kein Licht gewährt. Wie habt ihr das eigentlich gelöst, dass bei diesen krassen Temperaturunterschieden die Beleuchtung standhält? Ich kann es nicht so gut aussprechen, aber es ist, glaube ich, ein Borosilikat-Glasstab. Mhm. Der ist temperaturbeständig und auch gegen korrosive Eigenschaften beständig, sodass hier man sich keine Gedanken darüber machen muss, dass da Schäden auftreten an der LED. Mhm. Und die Kenner unter Ihnen, die sehen auch gleich, dass sich auch im Prüfraum was geändert hat. Also das sind hier so ausziehbare, wie nennt man das, Leisten? Einlegegitter, genau. Einlegegitter. Und die Einlegegitter, die waren vorher an diesen Ausprägungen, so Prägungen, die an der Prüfschrankseitenwand integriert waren. Die Prägungen hatten den Vorteil, war relativ einfach zu reinigen. Aber das Reinigen ist ja nicht die Hauptaufgabe der Prüfingenieure. Da geht es ja eher um die Montage und um das Einlegen des Prüfguts. Und mit dem neuen System, so ein Schienensystem, das wir hier entwickelt haben, können wir jetzt gewährleisten, dass wir zum einen viel, viel flexibler sind, was Modifikationen angeht. Also wenn wir jetzt über Sonderkonstruktionen reden zum Beispiel, haben wir eine viel höhere Flexibilität. Wir können Auszugsschienen kombinieren mit Einlegegittern, ohne Zusatzaufwand oder den Prüfraum glatt zu machen oder Ähnliches. Wir können die Durchführung viel, viel flexibler positionieren, weil wir einen glatten Prüfraum haben und nicht diese Prägungen, wo man dann erstmal einen glatten Prüfraum bestellen muss. Also wir sparen hier letztlich unseren Kunden Kosten, dadurch, dass wir deutlich flexibler geworden sind mit unserem neuen Prüfraumsystem. Cool, jetzt haben wir viel über die ganzen funktionalen Verbesserungen gesprochen, aber leistungstechnisch hat sich ja auch was getan. Genau, richtig. Wir haben uns hier besonders auf die Befeuchtungsleistung konzentriert. Also zum einen haben wir das Wasserbad deutlich vergrößert. Dadurch bekommen wir mehr B- und Entfeuchtungsleistung in dem Prüfschrank, schnellere Feuchteänderungsgeschwindigkeiten. Mhm. Wir können zum Beispiel jetzt die K15, die BMW Betauungsprüfnorm, mit dem Prüfschrank erfüllen, ohne dass wir einen zusätzlichen Dampfbefeuchter benötigen. Dadurch, da sieht man schon, also es ist ja eine sehr spezielle, schwierige Norm, die können wir hier erfüllen ohne Zusatzmaterial, und können jetzt einfach auch wir haben noch eine bessere Feuchteverteilung innerhalb des Prüfraums, weil das Wasserbad über die gesamte Breite hinten verteilt ist. Dadurch eine bessere Homogenität der Feuchte im Prüfraum. Mhm. Und noch besser. Ja, noch besser. Und ihr habt sogar noch ein Patent angemeldet. Richtig, und zwar die Absolutfeuchte-Regelung. Wir haben vorher über die relative Feuchte geregelt. Was dann passiert ist, wir haben die variable Temperatur, von der die Feuchte abhängig ist. Dadurch haben wir zweidimensionale Regelungsart. Wenn wir jetzt von dem absoluten Wassergehalt im Prüfschrank ausgehen, dann haben wir ja nur noch eine Dimension. Das heißt, wir regeln jetzt direkt, wir müssen keinen iterativen Prozess mehr angehen, dass die Feuchte, dass der B-Feucht und Endfeucht gegeneinander, sondern dass wir wirklich mit der Absolutfeuchteregelung einfach nur den Absolutwassergehalt innerhalb des Prüfschranks regulieren.
Okay, und all das, was wir jetzt gezeigt haben, also diese ganzen Funktionen, sind ja im Standard-Climb-Event enthalten. Richtig. Ja. Das ist ziemlich cool. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch optionale Features und die schauen wir uns jetzt an. Genau. Bräuchte ich kurz deine Hilfe? Gerne. Das kannst du schon mal nehmen. Das ist mein Highlight. Ganz einfach mit Magnet, da kann ich auch meine Karten abstellen. Genau. Und der Rest, der funktioniert einfach wie mit ein bisschen Einhängen, oder? Genau, richtig. Wir haben das Ablagesystem entwickelt, um das Prüfumfeld aufgeräumter zu halten, dass alles griffbereit ist, auch zur Ablage von beispielsweise Datenloggern oder Laptops. Ja, der ein oder andere kennt das von einem bekannten schwedischen Möbelhaus, das System. Also es ist genauso praktisch wie einfach. Genau, und hier auch zum Beispiel noch eine Dokumentenablage. Super. Für Testberichte oder für Prüfgutdokumentation. Ja. Fehlt noch was? Ah ja, genau, so Halter. Da könnten wir zum Beispiel jetzt gleich unsere Jacken hinhängen, wenn wir wollten, aber wir wollen gar nicht. Genau. Wir fühlen uns super wohl so. Oder auch die Einlegegitter. Dafür ist es konstruiert, dass man Einlegegitter zum Beispiel hier in den Haken positionieren gut. kann. Oder Kabel auch entlang führen kann oder aufgewickelt einhängen kann. Perfekt. Also multifunktional auf beiden Seiten verwendbar. Und auch, es fliegt nichts rum. Genau, und für mehrere Prüfschränke auch nutzbar. Zack. Genau. Also, der Beweis, es hält auch hier drüben. Super. Das ist aber nicht das Einzige, was man noch dazu buchen kann. Es gibt noch eine richtig spannende Neuerung. Ja, und zwar, das ist so das Highlight zumindest bei unseren Beta-Kunden gewesen. Wurde sehr viel mit rumgespielt und auch zu Recht, es ist ein schönes Feature. Wir haben hier einen Prüfgut-Sichtschutz integriert. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, man hat vielleicht einen Kunden, NDA-geschütztes Prüfgut im Prüfschrank und möchte jetzt dieses schützen vor weiteren Kunden, die ins Prüflabor kommen. Ganz einfach per Knopfdruck. Über das Licht schaltbar. Prüfschrank ist blickdicht. Ist auch über Rechtevergabe an gewisse User dann verteilbar. Und sieht nicht nur nett aus, ja. Ist ein super Feature dann einfach auch zum Zeigen, wenn man Kunden da hat. Cool. Also man merkt auf jeden Fall, ihr habt euch da richtig Gedanken gemacht. Habt ihr das Ganze dann auch getestet? Also ihr habt es ja schon angedeutet, ihr habt es an Kunden getestet, aber inwieweit ging das und vor allem konntet ihr die Ergebnisse auch direkt schon zu Verbesserungen anwenden? Das konnten wir ja, also in den 6 Monaten Testphase mit unseren Beta-Kunden haben wir natürlich auch schon das Feedback der Beta-Kunden aufgenommen und ein paar kleine Verbesserungen durchgeführt, die jetzt im Rahmen der Zeit noch möglich waren. Also wir haben hier jetzt nicht nur die Entwicklung selbst, sondern auch die Weiterentwicklung innerhalb der Beta-Phase. Da sind schon einige Veränderungen und Verbesserungen eingeflossen. Okay, also als Produktmanager kann man natürlich behaupten, dass die Beta-Kunden super zufrieden waren, aber ich vermute mal, so richtig Glauben schenken können wir denen, wenn wir einen Beta-Kunden selbst befragen und den würde ich gerne jetzt zu mir auf die Bühne bitten. Philipp Terhorst von der Enveon GmbH, der wird jetzt ein bisschen von seinen Erfahrungen mit dem Climb-Event berichten und ja, da können Sie sich auf die Ergebnisse auf jeden Fall freuen. Bin gespannt, was Sie sagen. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einführung. Es war ganz spannend, das wieder zu hören, was wir jetzt schon seit Monaten in unserem Labor erleben dürfen. Es gab noch ein paar Sachen. Man muss ganz ehrlich sagen, das ist sozusagen diese LED-Leiste. Als ich zum ersten Mal gesehen habe bei uns im Labor, war ich gesagt, für was braucht man es? Ja, also ist nett so. Heute finde ich es cool, weil man sieht sofort, was der Status ist. Ich würde es gar nicht mehr missen wollen. Finde ich cool, also ist wirklich gut funktioniert. Dann, was uns gut gefällt, ist das Ablagemanagement, insbesondere, sagen wir mal, die flexiblen Sachen, die man an die Seitenwand bringt. Das ist wirklich sehr praktisch für diese ganze Kabel und Krusch, den wir an der Kammer haben. Unsere Kunden, die lieben das hier. Das ist immer das Highlight, wenn die da vorbeikommen und es an- und ausschalten, das ist super. Ja, was auch ein Thema war, ist, Sie kennen das aus dem vorherigen Modell, Einlegegitter einbringen, rausziehen, kann doch sehr anstrengend sein und da sind wir sehr froh, dass die neuen Modelle hier wieder dieses Schienensystem haben, jetzt sogar mit Gewinden, M8, ne? Mit den Schienen, das funktioniert deutlich besser als hier. Was uns auch noch sehr gut gefällt, ist die Füllstandswasser
Füllstandsanzeige für den Wasserbehälter. Hier geht es ja eigentlich darum, wie lange hält das Wasser, wie viel Wasser brauche ich, in welchen Zyklen, geht es über die Feiertage, geht es nicht über die Feiertage und so weiter. Ist jetzt möglich, gibt es eine Prediction, ist noch ein bisschen klein da oben, aber vielleicht kriegen wir das auch noch ein bisschen größer. Und was einfach ja zeitgemäß ist, ist, denke ich, diese schnelle Response, der jetzt das Touchpad jetzt hat. Ja, soweit unsere Eindrücke als Beta-Tester. Ich sage vielen Dank für Zuhören und ich hoffe, es war Feedback, so ein Erstfeedback aus der Praxis. Danke, Philipp. Ich hoffe, Ihnen hat die Präsentation gefallen und Sie sind neugierig geworden. Das war natürlich sehr viel Information. Können Sie jederzeit natürlich nachlesen. Wir haben ganz viel Infomaterial online, aber Sie können sich natürlich auch persönlich an uns wenden. Ansonsten Dankeschön für Ihr Interesse und bis hoffentlich ganz bald.